So. Ach Mist, ich drück immer Escape, ey. Kommen wir hier Ja, noch? so. Ne, hier kommen wir auch nicht lang. Okay, gehen wir mal hier lang. Oh, da ist noch einer. Alter, mach die jetzt mal tot da. So. Wenn ich überlege, guck mal, wie oft meine Hunde jetzt schon tot waren. Und wie lange unser Golem jetzt schon an der Seite haben. Ja, die Hunde sind ja auch ja. Hunde halt. Ja. Aber wenn ich überlege, wie Imba Danke, die am... dass du mir so hilfst gegen diese Horde von Gegnern. Wo bist denn du? Ja, oben abgebogen. Ja, ich bin tot. Ich bin einfach geradeaus weitergelaufen. Oh. Entschuldigung, wo bist denn du? Der Tod. Ja, wo? Da kann ich dich wieder beleben. Ja, da in der Gegnerhorde. Oh, ja, den Boss. Bevor du mich wieder belebst. So, und so haben wir das erste Mal verloren in diesem Spiel. Ja, ich kann auch noch weglaufen, warte mal. Oh. Ich kann mich noch retten. Fuck. Ja, jetzt sehe ich nichts mehr. Ich brauche mehr Zeit. Ich könnte jetzt zwar den Gegner hier töten, aber weiß halt nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist. Noch nicht bereit. So. Ah, du bist wieder am Leben, sehr schön. Ja, ich muss jetzt einfach beim nächsten Speicherpunkt wieder beleben. Da irgendwie die Spawnzeit oder so abgelaufen ist. Also in der Zeit, wo du mich wiederbeleben kannst. Ja. Oh, fuck, 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 fuck. Ich mach schon um einiges mehr Damage. Ich geh jetzt mal ein bisschen defensiver hier wieder ran, weil jetzt bist du ja auch wieder da und mein Golem muss jetzt tanken. Sehr schön. Kull verspottet mich auf Schritt und Tritt. Ich versuche ihn zu kopieren, aber sein Geschwätz ist unerschöpflich. Danke. Es macht ihm Spaß, mich zu verhöhnen. Ich werde mich nicht provozieren lassen. Ich werde nicht nachgeben. Ich sehne mich nach Stille. Wenn ich seinen Kopf sicher verwahrt habe, ja. Okay, aber dass wir auf Anhieb jetzt erstmal den richtigen Weg gefunden haben, ist auch heftig, oder? Wieder mal. Verdammt! Alter, machen die viel Damage. Ja, jetzt konnte ich dich aber wieder beleben. So, ich skill jetzt erstmal. Ja, ich werde mal derweil das andere Buch hier lesen noch. In einer Woche brechen wir zu den trostlosen Sanden auf. Richtig Kults gut. Versteckte Archive zu finden. Keiner von uns weiß, was auf uns zukommt. Wie weit hat sein Wahn ihn getrieben? Wie viel Macht hat er auf seiner wahnsinnigen Suche angehäuft? Ich kann nur hoffen, dass wir nicht zu spät sind. So, bist du dann? Ja, so. Ja. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal hier anders lang. Oh. Hä? Das ist mein Viech. Ach so. Ich kann jetzt auch was beschwören, ne? Cool, und kommt er uns hinterher, oder was? Nee. Dann ist er richtig Imba. Ach ja, und das habe ich jetzt anstatt den Froststrahl. Geil. So ein Feuerstrahl-Dings. Das Level-Up ist richtig geil. Ja, bei mir hat es auch in jeder Sache, die ich haben konnte, hat es irgendwie was verbessert. Warte mal, können wir uns mal entscheiden, in welche Richtung wir gehen und angreifen? Okay. Weil hier unten ist, glaube ich, ein bisschen schlimmer gerade. Okay, da oben kommt auch jetzt gerade eine übelste Horde. Mein Problem ist, dass die Gegner mir ziemlich viel Damage stecken. Ja gut, bei mir geht's, also... Aber ich denke mal, weil ich sehr viel ablocke durch mein Schild. Ja, vor allem, du bist ja auf Tank, ich habe ja voll wenig Rüstung und so. Ja. Leider. Und ich sterbe ziemlich häufig. Bam, 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 bam. Aber solange du mich wiederbelebst, ist alles in Ordnung. Ja. Alter, jetzt bin ich irgendwo gefangen, kann mich nicht mehr bewegen. Oh, Alter, ey. Was die hier für Schaden machen, ey. Also Schaden nicht, aber wie viel die aushalten, was er gesagt hat.
Oh, ich habe ein gelbes Band bekommen. Ich habe auch was Gelbes bekommen. Und wieder einen blauen Würfel. Und zwar ein cooles Kettenhemd. Brauchst du ein 52er Kettenhemd? Kann sie mal geben. Macht mir weniger Leben. Ich überlege gerade, ob ich jetzt das hier anlege und dadurch weniger Schaden mache und weniger Schutz habe, aber okay, mehr Leben. Schaden mache ich jetzt immer viel. 103 Schaden. Ja, ich mache jetzt 73, habe aber dadurch halt jetzt 2005 Leben. Oder ich mache 80 Schaden und habe 1890 Leben. Überlege ich gerade. Ich glaube, da mache ich weniger Schaden und lege dafür das an. So. Ja. Geh mal wieder hier unten lang. Okay. Ja, das hat sich jetzt gerade gelohnt, hier runter zu gehen. Ja. Haben wir denn jetzt überhaupt noch irgendwas zu erkunden? Ja, noch eine ganze Menge. Scheiße. Super. Oh, ich freue mich so. Ja, wieder ein riesen Gebiet, Alter. Ja. Also langsam wird's schon fast ein bisschen anstrengend. Ja. Aber halt auch nur, weil es wirklich so riesengroß ist. Irgendwie. Aber ich finde es halt... Dieser Strahl macht so geil Damage. Ja. Aber was ich sagen muss, es ist sehr schön, dass die Maps so groß sind. Also damit ist es zwar anstrengend, aber macht halt das Spiel wieder mehr Spaß, finde ich. Weil es ist halt nicht so langweilig. Warte mal, was habe ich denn jetzt gerade bekommen? Ich habe es gerade. Ich habe wieder irgendein komisches Mojo-Teil da bekommen. Was halt also mehr Schaden macht, aber... Großen, dann kann ich ja auch noch leben, aber dann so viele Maps hintereinander zu spielen, ist immer ziemlich anstrengend. Oh ja. Mal eine, zwei so große Maps gehen ja noch. Alter, davon was ist denn das für eine dicke Keule? Achso, das ist für ein Barbaren. Na gut, kann ich nicht anlegen. Ich hab mich mit einem goldenen angelegt. Ja, da hinten läuft einer. Warte, ich beschwör mal eine Hydra und guck mal, was die macht. Alter, die schießt Feuerbälle, das ist wie ein Schutzturm. Bam! Da und da. Ach, meine Hunde kann ich auch mal rufen. Ja, super, jetzt ist er schon tot. Bei diesen Kämpfen, jetzt blickt man ja auch noch so durchs Kampfgeschehen durch. Ja. Da. So, hier ist auch nichts mehr zu erkunden, okay. Gut, ich habe gerade richtig geile Armbrüste für Dämonenjäger bekommen. Ja. Zwei Stück, jeweils ein. Alter, wie viele Gegner jetzt hier wieder kommen, ne? Einfach mal meinen Strahl durch, dann sind die meisten eh schon tot. Ja, ich werde hier einfach meinen Kopf draufhauen, weil das macht auch schön AOE. Das ist richtig geil. Das will ich nicht, das ist... hölzerner Bogen. Ja, okay. War bestimmt Bogen oder was? Nö, schon Stab für einen Mönch. Es hölzerner Bogen. Ja, ist ja genau dasselbe wie von Spaten, das war auch so ein Kampfstab für den Mönch, ne? Also, teilweise haben die Namen echt eine Logik. Oh, was habe ich denn jetzt für eine Rüstung bekommen? Nee. Jo. Oh, jetzt komme ich mit kleinen Golemmer. Kobolde, besser gesagt. Bam, 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 bam. Komm schon, geht sterben. Ja, das hat's jetzt gebracht. Dracula aus. Irgendwie schon, ja. So, oh, Alter, wie viele hier einfach sind an Gegnern, ne? Also jetzt ist... Das ist richtig heftig teilweise. Gut, mit meinen neuen Skills ist es wieder leichter. Ja. Aber gerade war ich ja instant tot irgendwie. Ich hab hier einen 4,4er. Stab gefunden. Am besten ich leg den mal an, weil der auch auf dieser Ebene schon so immer ist. Oh ja. 4,4, da hatte glaube ich sogar meine Anfangswaffe mehr Schaden. kann gut sein, ja. Anfangswaffe hatte glaube ich 3,2 Schaden. Ich weißt du, eigentlich, wir können ja jetzt auch hier rausgehen, weil da müssen wir nämlich jetzt nicht wieder bis dahinter laufen. Wir kommen an derselben Stelle raus. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Sprecht so. Mit Adriana, okay. Dann würde ich sagen... Ja, Map haben wir ja auch soweit erkundet und Stadtportal. Yeah.
Hunger, 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 Hunger! Boom. So, Astriana. Wenn du zurückhältst, wirst du nie besser werden. Ach komm. Es ist soweit. Leer, wirke den Zauber, den ich dir beigebracht habe. Na dann. Oh, geil! Ich lebe wieder. Soltun Kull, wir brauchen euch, um den schwarzen Seelenstein zu aktivieren. Damit wir mit ihm die letzten zwei Herrscher der Hölle fangen können. Ich erkenne eure Stimme, Fremder. Sie hat mich im Tod verfolgt, so wie sie mich zu Lebzeiten befehligt hat. Tyrael! Der bin ich. Doch jetzt sterblich. Ah, das Schicksal ist wunderlich. Oh, cool. Ich werde euch den schwarzen Seelenstein geben. Aber als Gegenleistung muss ich wieder zusammengesetzt werden. Ihr wart früher ein Verräter. Woher soll ich wissen, dass ihr nicht zu einer noch größeren Bedrohung werdet, sobald ihr gänzlich wiederbelebt wurdet? Das wisst ihr nicht. Also müsst ihr euch selbst fragen, wie viel würdet ihr riskieren, um diese elende Welt zu retten? Alles. Ah, so sei es. Um anzufangen, müsst ihr mein Blut in den trostlosen Sanden jenseits der Aquädukte finden. Ich werde mit euch gehen. Wir sollten Kults Kopf mitnehmen. Vielleicht kann er uns helfen. Ich werde ihn in eure Tasche legen. Nee, in meiner Tasche ist er nicht. Ich hab keinen Kopf von dem Typen. Ich auch nicht. Naja. Aber ich würde sagen, erst noch mal schnell verkaufen. Oder nee, ich tu hier, ich glaube, ich weiß schon, was kommt. Zerlegen! Bam. Aber hier noch mal meine coole Hydra. Boah. Meinst du? Übel. Ja. So. Ja, Leute. Und ich würde sagen, das Blut und alles suchen wir dann wirklich am Ende da, also dann nächste Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zugucken, ne, und sag bis dahin, Leute. Tschüss.